Ja, also das ist mein Goblin 700 Deckthunder. Angefangen habe ich vor 2,5 Jahren am Simulator tatsächlich. Vorher schon Fläche geflogen und jetzt seit 2,5 Jahren halt auch Hubschrauber. Dann gab es zu Weihnachten einen etwas kleineren 450er Hubschrauber. Ja, und dann hat das so angefangen mit dem Heli-Fliegen. Zur Technik, das ist eigentlich so ziemlich alles am Limit in dem Heli. Ich fliege 12-zellig, 200 Ampere Regler, X-Nova, 45-35er Motor und auch recht starke MKS-Servos. Sowohl stark als auch schnell. Das ist pro Servo 25 Kilo Stellkraft. Um einen Ausschlag von 60 Grad zu erreichen, brauchen wir 0,07 Sekunden. Also, ziemlich viele Sachen. Durchmesser liegt ungefähr bei 1,6 Meter. Drehzahl fliege ich 2130 Umdrehungen. Getestet, das kann er auch, aber das ist so meine Drehzahl, wo ich mich wohlfühle. Also mit dem Setup kann ich an die 2500 Umdrehungen rangehen, was aber echt hohe Belastung ist, dann so viel für Mechanik, Elektronik und auch für mich dann. Es geht dann schon recht flott vonstatten alles. Also der hat 6,5 kW Dauer und 11 Spitze. Der hat 4,6 kW Dauer und 10 Spitze. Ja, aber er hat noch was.